Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit. Der Gustav war schon wieder da. Jawohl, dieses Mal vor Weihnachten. Ich hatte eigentlich erst nach Weihnachten damit gerechnet. Ob ihr dieses Unboxing allerdings vor Weihnachten seht oder nach Weihnachten, das steht noch in den Sternen. Ich habe das noch nicht endgültig entschieden, je nachdem, wie der Veröffentlichungstermin das vorgibt. Degusta-Box. Ja, lecker essen mit Degusta-Box. Ich bin sehr gespannt. Ne? Die sollte eigentlich gestern schon da sein, aber... Also für mich gestern, nicht für euch gestern, sondern für mich gestern. Ne? Aber dann hat sie sich entschieden, noch eine Ehrenrunde zu drehen. So. So, wenn die Loot Crate aus dem November noch kommt, das weiß ich nämlich nicht, dann habt ihr tendenziell, ne, falls die nicht mehr kommt, habt ihr jetzt tendenziell das letzte Unboxing des Jahres mit regulären Lootboxen. Kabeljau mit Aioli. Nee. Muss nicht. Was haben wir denn hier? Wir haben... Es war mal eine Brezel. Brezelbruch. Heißt das auch so? Brezelbruch? Nee, Huberbrezel. Also das Ding in so einer Box ist natürlich tendenziell Selbstmord, ne? Weil so eine trockene Brezel, die ist natürlich dann kaputt. Eine Brezel. Gut, sehr schön. Achso, hier ist auch die Spoilerkarte, die lege ich mal ein bisschen beiseite. Gucke ich später mal drauf. Was haben wir hier noch drin? Wir haben hier drin, lecker. Wir haben einen Iced Coffee Latte von Baileys, chilled. Ne, da ist Alkohol drin, also vorsichtig. Ne, ist das schon spät genug für Alkohol? Nee. Schade, sonst hätte ich es jetzt gleich aufgerissen und probiert. Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten. Also Kinder, vorsichtig, nicht so was trinken hier, wenn ihr unter 18 seid. Ne? Das schmeckt ganz lecker, aber macht euch betrunken, wenn ihr da ein paar mehr von habt. Ja, ich finde das gut. Shake and Surf, chilled. Ah, oh, geil, das ist so schön kühl, ne? Wäre jetzt genau mein Ding, aber es ist mir noch zu früh für Alkohol, also deswegen, ne? Aber finde ich gut. Das gefällt mir schon mal gut. Was haben wir noch drin? Wir haben hier Bubble Wrap drin. Ich hoffe, da ist nichts kaputt. Ah, cool. Wir haben sogar noch eine zweite Dose. Die sieht aus, als wäre die mit den Brezeln zusammengeraten. Ist ja auch geil, ne? Die packen da Brezel rein und machen da solche Dosen rein. Die sieht aber echt hardcore aus, ne? Das ist wahrscheinlich so der Durchschnitts... Ja, so sehen jetzt durchschnittlich die Waren aus, die mit DHL und mit der Post und mit DPD und Hermes etc. und GLS geliefert werden. Weil die Jungs und Mädels haben jetzt in der Weihnachtszeit natürlich so wahnsinnig viel zu tun. Und es sind so viele Pakete, die da auflaufen, dass das klar ist, ne? Da kann sowas immer passieren. Aber das ist jetzt ja auch nicht schlimm, das ist ja nur eine verbeulte Dose. Na, wer ist ein Funko Pop? Oh. Ja, was haben wir hier noch? Wir haben hier Risotto von Alnatura mit Gemüse. Aux Legumes. Ja, das steht hier drauf. Aux Legumes. Aux Legumes. Cannoli-Reis. Eine Risotto-Mischung. Bio mit getrocknetem Gemüse. Jawohl. Zwei Portionen. 200 Gramm. Bio-7-Initiative. Das ist wahrscheinlich alles fertig in 25 Minuten. Ja, schön. Risotto. Ja, kann man sehr ehrlich machen. Wenn man auf Reis steht, kann man das machen. Ich stehe auf Reis, aber bin immer so machfaul, wenn es um solche Dinge geht. Das ist Enerbio von Rossmann. Energy Balls? Hey, Kleine. Soll ich dir mal meine Energy Balls zeigen? Nein, das lassen wir. Cranberry und Kokos. Oh, das klingt schon mal geil, ne? Schaut euch das mal an. Das sieht geil aus, oder? Geil, ey. Vegan mit Glutenfree. Glutenfree und vegan. Und schwer, die sind schwer, die Dinger. Das finde ich interessant, das finde ich cool, die werde ich auf jeden Fall probieren. Klar. Keine Frage. Was haben wir noch drin? Wir haben noch mehr drin. Wir haben so viel hier drin, das ist, sieht nach richtig, richtig viel aus. Wir haben Rote-Bete-Tee von Sesamstraße mit Ernie und Bert. Und mit lustigen Motiven. Jawohl. Oh. Entschuldigt. Lustige Motive. Sind da auch mit drin. 10 lustige Motive. Ja. Mit natürlichem Aroma. Rote Bete-Tee. Keine Ahnung, ob das schmeckt. Mit Himbeere-Erdbeergeschmack. Hä? Rote Beerentee. Oh Gott. Ja, sorry, ich bin krank. Rote Bete-Tee, sag ich. Und es ist Rote Beerentee. Rote Bete-Tee wäre auch witzig gewesen. Rote Beeren natürlich. Na, schmeckt wahrscheinlich schön fruchtig. Rote Bete. Ach, Mike, geh ins Bett.
Was haben wir hier? Wir haben... Oh ja, geil. Das ist... geil. Das ist einfach nur richtig geil. Aioli. 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 Kennt ihr Aioli? Ne? Das ist Tzatziki plus noch einen drauf. Das ist so konzentrierter Knoblauch. Ne? Da könnte auch draufstehen, nie wieder geküsst. Nein, keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall heftiges Zeug. Wenn ihr das intus habt und danach euch schwitzenderweise ins Fitnessstudio stellt oder irgendwo im Fahrstuhl anfangen zu schwitzen, ne? Dann freuen sich die Leute, die mit euch rumlaufen. Das ist richtig krank. Aber lecker. Also Aioli ist knoblauchtechnisch so eine richtige Offenbarung. Richtig geil. Da freue ich mich auch schon drauf, das in irgendeiner Form und Weise zu verwenden. Also das ist auch richtig cool. So, dann habe ich hier so vereinzelte kleine Extra Professional Zahnreinigungskaugummis drin. Das kann man sicherlich auch machen. Ne? Kennt ihr Extra Professionals? Ne? Ist jetzt nichts Besonderes. Vielleicht sind da noch vereinzelt mehr drin. Ich sehe es nicht. Aber wir haben hier tatsächlich, was haben wir denn hier noch drin? Wir haben hier noch einen Kaffee Latte Espresso Extra Shot. Auch der sieht aus, als hätte er schon bessere Tage hinter sich. Ne? Die Dosen sind hier diesmal alle extremst verborgen. Was komisch ist, denn der Umkarton sieht eigentlich relativ normal aus. Ne? Oh, da habe ich jetzt aber Bock drauf. So ein Kaffee Latte Espresso. Muss man den schütteln? Weiß ich gar nicht. Metallentrahmter Milchwärme behandelt, steril, Magermilch, bla bla bla. Steht da irgendwas? Kohlensäure hat es nicht, ne? Das ist halt ein Kaffeegetränk. Das kann man zumindest einmal so... Ich schüttel den einfach mal so ein bisschen. Und wenn mir das jetzt gleich alles hochkommt, dann habt ihr mal ein unterhaltsames Video. Also nicht, dass das sonst nicht unterhaltsam ist. Das will ich damit nicht gesagt haben, aber... mal mit einer Panne, so meine ich das. Was ihr wieder denkt. Zum Wohl, ne? Kaffee Latte. Riecht auch gut. Espresso Extra Shot. Jetzt bin ich gleich top wach und top fit und... Na, dann passiert mir sowas mit dem Rote-Bären-Tee auch nicht mehr, dass ich da Rote-Bete-Tee lese. Boah, ist aber echt sehr Espresso-lastig. Also, wer auf Kaffee steht, kann das trinken. Na, wer eher auf gesüßte Getränke steht, der lässt das bleiben. Weil das doch ziemlich, ziemlich hart kaffeemäßig ist. Schmeckt aber geil, also mir gefällt's. Was ist das hier? Urmeersalz. Urmeersalz, grobe Körnung Bio-Chili, oh ja. Ein Urmeersalz, ne? Aus dem Urmeer. Ja, kennt ihr nicht das Urmeer? Ich auch nicht. Meersalz kann farbige Partikel enthalten. Aha. Diese Mineralien bürgen für die Ursprünglichkeit dieses, okay, Naturprodukts. Das ist Steinsalz mit Gewürzmischung. Ne? Von Sandro. Ursprünglich rein. Einfach ein Meersalz. Ihr seht das schon. Salz halt. Ne? Meersalz mit Paprikamischung. Ja, kann man machen. Dann braucht man sonst kein Paprika oder irgendwas. Ne? Wofür benutzt man das? Was steht hier? Also seit 250 Millionen Jahren benutzt man das wahrscheinlich nicht. Steht hier irgendwas? Zubereitung? Idealerweise? Nö. Gut, okay, das ist auf jeden Fall Salz, ne, aus dem Urmeer mit Chili. Haben wir ja noch, es ist noch so viel hier drin, ich bin gespannt. Was ist das? Weizenstärke, ja, Weizeller. Also die lassen sich immer was einfallen mit ihren Namen, ne? Das ist glutenfrei, das ist, was ist das? Gelingsicher backen mit Weizenstärke in bester Profiqualität. Das ist auch immer eine Ansage. Ne? Also wenn ihr backen wollt, könnt ihr das hier machen. Mit Weizenstärke geht das los. Ne? Backt ihr ein. Aus regionalem Anbau. Aus welcher Region denn, bitteschön? Steht hier wahrscheinlich mit drauf. Ja, passt schon. Aus Ibbenbrücken. Also ne, regional, wenn ihr aus Ibbenbrücken seid. Wenn ihr nicht aus Ibbenbrücken seid, ist das auch nicht so regional. Was haben wir denn hier noch? Das ist, denke ich mal, nur... Jetzt klebt das hier fest, ey. Genau, das ist nur Inlay. Was ist das? Das ist... Oh, geil. Omis Apfelstrudel. Yummy. Ihr erinnert euch vielleicht, letztes Mal war so ein Marillenknödelsaft drin. Ne? Und den fand ich schon richtig geil. Und jetzt ist hier Omis Apfelstrudel. Den finde ich auch richtig geil. Apfelzimt. Oh. Oh. Total geil. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ich weiß, muss man das schütteln? Ist ja Saft, ne? Was ist mit Saft? Das muss ich jetzt sofort probieren. Sorry, auch wenn ich da eine Latte stehen habe.
gleich auf den Finger gekleckert, aber schmeckt schon gut. Riecht interessant. Schmeckt gut. Aber der Marillenknödelsaft schmeckt besser. Ja, kann man machen. Also lieber Marillenknödelsaft. Das finde ich okay, aber Marillenknödelsaft ist eine Offenbarung. Das ist halt Apfelzimt, ne? Ja, lecker. Aber lieber den Marillenknödelsaft. Den fand ich persönlich besser. Ja. Und dann haben wir das hier noch drin. Ist das das gewesen? Ja. Das war's. So, was ist das Schönes? Nee. Ein Schwarzbier. Schwarzer Abt. Neuzeller Klosterbräu. Was ist denn das für ein großes Bier? Ein halber Liter? Ein halb Liter Bier? Ein Schwarzbier. Unser täglich Schwarzbier gibt uns heute. Sehr schön. Guter Slogan. Na, bald wieder von echten Mönchen gebraut. Wie bald wieder? Jetzt nicht oder was? Der Schwarze Abt wird nicht von echten Mönchen gebraut, sondern von Fake-Mönchen. Ne? Hier seht ihr einen Fake-Mönch. Ne? Das ist seit 1589 wird das gebraut. Und bald auch wieder von echten Mönchen. Ja, interessante Box. Diesmal wirklich nicht so süßigkeitenlastig. Das finde ich persönlich bei der Degusta-Box immer ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, da hätte ich so ein bisschen was zum Wegmummeln, aber... Ist ja nicht so, als hätte ich nicht noch ein bisschen was hier. Wir haben schöne Sachen zum Kochen, wir haben schöne Sachen zum Backen, wir haben Tee, wir haben dicke Bälle, ne? Energy Balls. Wir haben geiles Aioli, was ich cool finde. Ne? Wir haben hier kaputte Brezelbruch, dann hier Kaugummi für den Atem und für die Zähne. Und wir haben hier geilen Latte, ne? mit Baileys drin, was sehr lecker ist. Wir haben einen Kaffeelatte zum Wohl und noch einmal Omis Apfelstrudel. Und jetzt gucke ich mal auf die Spoilerkarte. Ja. Fürs Urmeersalz hätte es auch noch ein ungewürztes gegeben. Extra, die sind geschenkt mit drin. Auf jeden Fall. Ne? Und das war's. Ja, ist alles drin, was drauf ist. Also das ist die Spoilerkarte hier. Steht halt genau drauf, was... Oh Mann. Steht halt genau drauf, was drin sein soll. Ist auch genau das drin, was drin sein soll. Mir hatte irgendjemand geschrieben, er hätte diverse Produkte, die nicht drin sind. Dafür hätte er Ersatzprodukte gehabt. Keine Ahnung, was er dann hat. Das werde ich dann nochmal abchecken mit ihm. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit der Box, wie immer. Wenn ihr auch eine Degusta-Box haben wollt, jawohl, jetzt kommen wir nämlich zum Casus Knactus, dann könnt ihr das gerne machen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Wenn ihr über diesen Link geht, dann bekommt ihr eure erste Box. Nur die erste. Für sage und schreibe 7,99 € anstatt irgendwie 16 € oder 17 €. Das ist ein verdammt guter Preis für all das Zeug. Ne? Müsst ihr nur daran denken, dass ihr, wenn ihr die eine Box habt, dass ihr danach dann entweder den Vollpreis bezahlt oder dass ihr das Abo löst und vielleicht ein neues Abo abschließt. Könnt ihr dann auch wieder über diesen Link machen. Ne? Aber so ist das so. Ihr spart Geld und ich spare Geld, denn wenn, ne, ein paar Leute von euch bestellen, dann habe ich meine Box hier umsonst, ne, und kann euch die schönen Sachen weiterhin zeigen, und das wollen wir ja alle. Ne? Ich habe nämlich immer unheimlich viel Spaß daran, auch mal Sachen zu zeigen, die jetzt nicht so nerdig sind. Gut. Ich werde mal weiter mich meiner Getränke widmen und meiner Bälle. Ne? Wir sehen uns. Ne? Ich wünsche euch noch eine frohe Weihnachtszeit. Ne? Wenn ihr das jetzt dann um Weihnachten guckt, wenn ihr das nach Weihnachten guckt, vergesst, was der alte Mann sagt. Ne? Und einfach wieder anschalten beim nächsten Mal. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Kommentare, was findet ihr von dem Inhalt? Ach, ich gehöre ins Bett. Was sagt ihr zum Inhalt? So. Egal, ich bin jetzt raus. Macht's gut, Leute. Tschüss.